Hi. Ist ein bisschen lange her. Und ja, ich wollte einfach mal ein paar Sachen ansprechen. Ihr seht schon im Hintergrund, Horoskon ist nicht mehr mein Hauptkanal. Er ist noch da, es kommen noch Videos, aber Sir Genju ist mein neuer Hauptkanal. Warum will ich euch jetzt in dem Video ein bisschen erklären? Der wohl erste und für mich auch einer der wichtigsten Punkte ist einfach, dass ich mich mit dem alten Content vor zum Beispiel League of Legends nicht mehr identifizieren konnte. Ich habe Call of Duty gemacht, ich habe World of Warcraft gemacht, ich habe GTA gemacht, Fortnite habe ich gemacht, League of Legends habe ich gemacht. Alles. Und davon passt nicht ein Spiel mit dem anderen zusammen. Deswegen mache jetzt einen Kanal, wo alles sich um das mein absolutes Lieblingsspiel dreht, wo sich alles um Overwatch dreht. Und ja, der zweite Grund ist eigentlich mit der wichtigste, also diesmal wirklich mit der wichtigste, die Subs. Ich habe 125 Abonnenten auf dem Papier, aber wie gesagt nur auf dem Papier, denn aktiv schauen tun meine Videos zwischen 10 und 20 Leuten was. Mir zu wenig ist dafür, dass ich so viel Aufwand reinbringe, aber ich kann es verstehen. Viele abonnieren den Kanal, aber schauen dann nicht weiter, weil ich mein Konzept halt fast täglich geändert habe. Das will ich nicht mehr. Ich will einen Kanal mit einem Konzept. Horoskon bleibt ein Kanal, auf dem alles kommt, aber mein neuer Hauptkanal soll einfach nur um Overwatch gehen. Das ist wichtig für mich. Mein alter Kanal, also Horoskop, wo ihr es jetzt seht, hatte schon viele Namen. Er hieß schon Grovengon, er hieß schon Taxifahrer, Schatz hieß er ganz lange. Schatz hieß er sogar länger, als er Horoskop hieß. Needle Legend hieß er auch, deswegen auch Needle lernt LOL. Und Sir Genju ist einfach der Kanal, auf dem ich ein Konzept habe, weil ich kann nicht mehr aufnehmen, ohne ein Konzept zu haben. Das geht für mich nicht mehr. Das ist für mich nicht gut. Und deswegen muss sich was ändern. Das Video soll auch nicht lange gehen, so ein, zwei, drei Minuten soll es gehen, damit halt jeder auch dranbleiben kann. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich jeden, der meine Horoskop-Videos guckt, sehr stolz bin auf jeden und auch sehr froh sind, dass viele meiner Abonnenten nicht gegangen sind, als ich Pausen von mehr als 3 Monaten hatte. Meine längste Pause ging fast ein halbes Jahr. Das müsst ihr euch mal denken. Es war von Shards auf Needle Legend. Von Call of Duty auf League of Legends. Deswegen bin ich aber auch abgenervt, weil das zeigt, dass keiner der Abonnenten sich für mich interessiert hat. Zwei Leute haben den Kanal immer wieder verlassen und sind neu dazugekommen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber diesen beiden Leuten will ich nur Danke sagen, weil diese beiden Leute haben wenigstens was von mir sehen wollen und wollten ihre Abo-Box nicht zuspammen, aber die kam immer wieder. Ich wusste die Namen auch mal, aber halt jetzt leider nicht mehr. Dazu kommt noch, dass ich erwachsen geworden bin. Also erwachsen, Anführungsstrichen. Ich meine, ich spiele ein verficktes Computerspiel mit einem Ninja. Beigetreten bin ich am 10.05.2014. Das heißt, mein Kanal ist in 5 Tagen 4 Jahre alt. Ich bin momentan 17, das heißt, mein erstes Video kam mit 13 auf dem Kanal. Und das war viel zu früh. Ich habe mich dann viel zu früh da reingefuchst, habe viel zu viel versucht, Videos zu machen und die waren halt auch viel zu kacke. Meine momentanen Videos, die zeugen schon von ein klein bisschen Bearbeitung. Es geht mehr und auf den neuen Kanal wird auch mehr kommen. Aber damals war es einfach nur traurig. Auch eine sehr große Inspiration für jetzt meine neue Änderung ist Genki-Dama, Marcel, mit dem ja auch ein paar Videos kamen schon. Er hat auch einen YouTube-Kanal, der ist wieder ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und das ist sein zweites Video, das er überhaupt bearbeitet. Und der steckt da Arbeit rein, das ist unnormal. Da habe ich Respekt vor. Der hat an dem jetzigen Video über 18 Stunden Arbeit gehabt. Klar, die werden besser geklickt, die Videos von ihm. Und das ist auch verdient. Klar, wir ziehen uns damit gegenseitig auf, so, hey, ich habe mehr Abonnenten, hey, ich habe mehr Views.
aber er hat's verdient. Und so will ich auch wieder werden. Ich will wieder jemand werden, wie ich früher war, der an YouTube wirklich Spaß hat. Und die ganze Kacke nicht nur macht, um was rauszuhauen. Dann sehen wir uns auf dem neuen Kanal. Horoskop bleibt geöffnet. Es kommen vielleicht ab und zu Videos. Aber der neue Kanal soll ein ganz anderes Ding sein. Und deswegen sehen wir uns dort. Tage kommt auch noch ein Video. Und ciao.